Hallo meine Lieben und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge. Wie installiere ich Mods zu welchem Spiel? Oder welches Spiel kann ich überhaupt modden? Und das möchte ich heute euch anhand von unserem geliebten Raft-Spiel zeigen. Ja, natürlich auch dieses Raft kann man modden. Ihr seht ja bei uns im aktuellen Let's Play, seht ihr ja jede Menge Mods schon drauf laufen. Wir haben dann ungefähr 10 Mods aktiviert. Bevor wir das aber starten, möchte ich euch noch sagen, drei kleine Dinge. Als erstes solltet ihr unbedingt wissen, dass bei dem Aktivieren von Mods, natürlich auch für Raft, die Erfolge eventuell deaktiviert werden. Es kommt dann wirklich darauf an, ja, welche Mods aktiviert sind. Auf der anderen Seite möchte ich euch sagen, Achtung, ihr solltet unbedingt wissen, dass bzw. wo Raft bei euch auf der Festplatte drauf liegt. Und Nummer 3. Ihr solltet euch den Raft Modloader installieren. Den Raft Modloader, den zeige ich euch jetzt Schritt für Schritt, wo ihr den runterladen könnt. Es gibt sogar für Raft eine eigene Mod-Community. Die hat sogar eine eigene Server-Plattform gegründet. Das ist der absolute Wahnsinn. Hätte ich nie gedacht, dass es für Raft so eine Modding-Community gibt. Aber die gibt es tatsächlich. Und für jeden, der noch unsicher ist, wie mache ich das jetzt? Kann ich das überhaupt modden? Jawohl, das geht sogar sehr, sehr gut. Und ich zeige euch das jetzt Schritt für Schritt, wie das funktioniert. Okay, jetzt blenden wir mal den Raft. Jetzt gehe ich mal mit euch zusammen auf die Webseite. Dann schauen wir uns mal diesen Modloader an. Ihr seht es ganz, ganz oben in der Mitte auf dem Bildschirm. Das ist natürlich hier das aktuelle Spiel schon mit dem Modloader installiert. Aber wir gehen es jetzt nacheinander durch. Wo müsst ihr hin? Ich verlinke das euch alles in die Kommentare. Und dann gehen wir das Schritt für Schritt durch, okay? Wir treffen uns gleich wieder auf der Webseite. So, meine Lieben, das hier ist die Webseite. Ich verlinke sie auf jeden Fall unten nochmal im Kommentarbildschirm www.raftmodding.com. Ja, tatsächlich, die eigene, ich sag mal, die Raft-Community hat mit Raft-Modding eine eigene Plattform geschaffen. Und da hier sind alle Mods drin, die ihr euch vorstellen könnt. Aber bevor ich euch ein kleines Portfolio der Mods zeige, möchte ich euch ganz herzlich bitten, schaut mal genau in die Mitte von dem Bildschirm. Da steht es nämlich Download Mod Loader. Und diese Mods, diesen Mod Loader braucht ihr auf jeden Fall. Ihr braucht da keine Angst, da haben das kein Virus drauf. Der wird immer aktuell gehalten, der ist wirklich virenfrei. Macht euch keine Gedanken drüber. Ihr klickt dann einfach drauf und dann werdet ihr das Teil einfach speichern, beziehungsweise werdet ihr das Teil einfach runterladen. Dann klickt ihr dort doppelt auf die ausführbare Datei. Das wird dann dementsprechend ausgepackt und mit den ausgepackten Daten könnt ihr auf jeden Fall den Raft Modloader installieren. Ich zeige euch natürlich gleich, wie das aussieht. Und zwar sieht das dann so aus. Der Raft Modloader ist im Prinzip genau dieser Bildschirm. Wenn ihr das fertig installiert habt, müsst ihr natürlich schauen, wo das auf der Festplatte installierbar ist und so weiter und so fort. Also das ist alles kein Problem. Das kennt eigentlich, wenn man ein normales Spiel installiert, ist das im Prinzip eine genau ähnliche Herangehensweise. Und wenn man den Raft Modloader das erste Mal startet, ich empfehle ihn euch unten mit in die Taskleiste reinzuschieben. Das mache ich auch immer so. Und dann kommt ihr automatisch das allererste Mal hier in dieses Feld. Das ist der Hightech Modloader Launcher 226. Die Dateiversion habt ihr natürlich gesehen. Da gibt es zwei verschiedene. Das ist der Modlauncher, wie der so ist. Und im Spiel drin wird natürlich die Version nochmal umgehängt. Hier seht ihr aktuell, es gibt selbst für diesen Modloader gibt es einen Discord. Wenn da mal irgendwas nicht dran funktioniert und es ist irgendwas verbuggt, könnt ihr euch mit dem Discord jederzeit mit den Entwicklern dieses Modlaunchers auseinandersetzen. Kurz eine Information geschrieben und das dauert dann ein ganzes Stück, aber die werden sich auf jeden Fall bei euch zurückmelden. Und das finde ich persönlich richtig, richtig geil. Die gehen direkt an die Community ran, haben es natürlich auch für die Community geschrieben und die stehen einem mit Rat und Tat zur Seite. Fand ich richtig geil und genau deshalb habe ich ja damals auch angefangen, dieses Raft zu modden, weil bei der Community das ist der absolute Wahnsinn. Hier zum Beispiel sieht man dann, welche Mods man zurzeit downloadet bzw. gedownloadet hat. Hier kommt man aktuell wieder auf die Website drauf. Ihr seht es schon, das ist alles kein Problem. Hier sieht man den Service-Status, sobald das Spiel oder der Mod-Launcher mal gewartet wird oder mal auf den neuesten Stand gebracht wird. Sieht man das hier am Service-Status, aber ihr seht es ja, es ist alles online, passt alles wunderbar und hier könnt ihr dann die Settings einstellen.
Ich würde euch empfehlen, bei den Settings seid bitte so gut und gebt bitte hier oben gleich den Pfad ein. Deshalb habe ich am Anfang zu euch gesagt, seid bitte so gut, schaut bitte, wo ihr das Spiel installiert habt. Ihr seht es bei mir auf der Festplatte installiert. Wenn ihr wisst, wo es ist, dann würde ich euch ganz herzlich bitten, hier unten auf der rechten Seite, schaut mal meinen kleinen Maustaster an, da oben könnt ihr das anwählen und dann könnt ihr nacheinander runterschauen, könnt ihr runterscrollen und könnt auf jeden Fall schauen, wo ist das installiert, wo geht das irgendwie und so weiter und so fort. Also das ist alles kein Problem. Mehr ist es nicht. Dann wird es direkt dort installiert. Das ist alles kein Problem. Beziehungsweise dann wird das alles, der Gamepfad hier gesichert. Na doch, der wird hier schon rein installiert als Nachfolgepage. Und dann könnt ihr das Ding ganz normal starten. Hier könnt ihr es sogar deinstallieren und hier könnt ihr es sogar ausschalten. Das ist kein Problem. Ich empfehle euch, ich sag mal, manchmal im Spiel ist es wichtig, wenn doch mal irgendwas rumbackt, dann könnt ihr hier den Textur-Cache leeren und dann könnt ihr hier auch den Mod-Cache leeren. Ich meine, manche Mods brauchen diversen Speicherplatz. Zum Beispiel, ich zeige euch dann mal eine Mod, das ist sowas ähnliches wie ein Fischernetz. Da kann man Fische da damit einfangen, da muss man zum Beispiel nur mal angeln. Und die braucht natürlich eine gewisse Speicherzeit, weil die hat so eine Cooldown-Zeit, wo die Wahrscheinlichkeit ist, dass in den nächsten 5 Minuten da wieder ein Fisch reinkommt. Und die Zeit wird natürlich gespeichert. Und je mehr man Fischernetze bei sich auf dem Raft hat, desto mehr setzt es natürlich diesen Cage zu. Und dann kann es natürlich mal passieren, dass irgendwas rumspackt, rumbackt. Ne? Ihr wisst Bescheid. Da kann man das auf jeden Fall wieder anklicken und dann kann man das komplett leeren. Das empfehle ich euch, wenn mal irgendwas im Argen ist. So, dann machen wir das, dann könnten wir das normal wieder zumachen. Ja. So, dann machen wir das auf und dann kommt man wieder hier so auf die Seite drauf. Der ist up to date. Jetzt drücken wir mal auf Play und dann sehen wir mal, auf welcher Seite bzw. wo wir dann rauskommen. Ich bleibe natürlich gleich da, das brauche ich gar nicht rausschneiden, das geht dann ganz, ganz schnell. Ich würde natürlich wieder empfehlen, seid so gut, wenn ihr es schon könnt, installiert dieses Spiel auf jeden Fall auf einer SSD wie auf einer HDD. HDD braucht natürlich etwas länger, weil, schaut mal, das möchte ich euch noch zeigen, auf der, oh, longer science avenue, okay. Der Ladezyklus dauert natürlich dementsprechend länger, wenn natürlich das Spiel ihre Mod oder seine Moddaten von der HDD laden muss. Ihr habt es gerade gesehen, das ruckelt auch bei mir ein kleines bisschen. Ich habe es auf einer SSD installiert, aber es geht trotzdem deutlich schneller. So, was ist denn hier zu sehen? Das ist der offizielle Raft Modloader. Sind 173 Leute online. Das ist die eigentliche Version des Raft Modloaders. Das ist die 627. Das ist aktuell, Stand jetzt, gerade bei der Aufnahme, ca. Ende Januar. Und dann sieht man diese 5 Reiter. Das erste ist der Homebildschirm. Da kann man sich die allerneuesten Mods zum Beispiel angucken. Dann hat man hier den Mod Manager. Das sind meine aktiven Mods, die ich dann auch euch unter anderem zeigen werde, wie man das installiert. Hier zum Beispiel sieht man noch Multiplayer-Sessions, wo man dann draufklicken kann. Hier sieht man die ganz normalen Settings, wie man das Teil aufruft, wie man die Konsole im Spiel aufruft, dass man mal ein bisschen was ausprobieren kann. Hier kann man das noch aktivieren, hier kann man es deaktivieren und so weiter und so fort. Oder soll das Teil während des Startprozeders angezeigt werden, kann man auch ausdrehen und so weiter und so fort. Ne, sollte das doch mal extremst lecken, dann kann man hier noch Sounds hervorrufen und so weiter und so fort. Und das sind die Credits, das sind die Macher hinter diesem Modfenster bzw. dieses Modprogramms. Davon nochmal ein ganz, ganz herzliches Danke an das Raft Modding Team, muss man ja ganz klar so sehen. Und dann jetzt sage ich mal, gehen wir mal die Mods nacheinander durch. Dazu müssen wir wieder rausgehen, das machen wir auch dann gleich. Und dann sehen wir uns gleich draußen auf dem Desktop wieder, okay? Bis gleich. So, meine Lieben, wieder auf dem Desktop angelangt, stellt sich jetzt die Frage, wie installiere ich denn jetzt aktuell Mods bei Raft? Jetzt haben wir das alles soweit gemacht, haben den Modloader runtergeladen und so weiter. Das Spiel funktioniert perfekt mit dem Teil und wir installieren jetzt Mods, oder? Also öffnen wir hier unten in der Schnellzugriffsleiste den Modloader und dann kommen wir hier mit der Hilfe von der Website natürlich auf die Website drauf. Und schaut mal, wir haben natürlich hier den Modloader vorhin runtergeladen. Aber daneben steht der Button, wo wir drauf wollen, Browse Mods. Und jetzt zeige ich euch anhand von 2, 3 Beispielen, wie man das eigentlich sehr, sehr schnell bewerkstelligen kann. So,
Also was macht man hier zum Beispiel? Das ist eine Mod zum Beispiel, die habe ich installiert. Und zwar ist das dieser Explosivclipper, den man exklusiv von diesen Fischen, von den großen Inseln unter Wasser bekommt, ne? Von diesen Bombenfischen. Den kann man herstellen, kostet sehr, sehr viele Ressourcen. Also da kann man sich auswählen. Entweder große Inseln mal kurzen Tauchgang machen oder sehr viele Ressourcen farmen und den herstellen. Ne? Das kostet Sand, das kostet Ton, das kostet Clipper. Ihr seht es selber, es kostet Nägel, es kostet Schrott und so weiter und so fort. Ich glaube sogar Glas. Ich weiß aber nicht genau, was das mehr vom Material war. Auf jeden Fall ist das mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden und da kann man sich das Teil mal überlegen, ob man danach farmen gehen will unter Wasser oder sich den direkt herstellen. Das habe ich erst letztens geupdatet, da können wir zum Beispiel gerne mal drauf gehen. Und wie installiere ich jetzt die Mod? Hier sieht man noch den Text dazu, was man zum Beispiel für die Mod benötigt, beziehungsweise um das Teil dann herzustellen, wenn das modifiziert ist. 4 Sand, 4 Ton, 3 Clipper, 4 blaue Blumen, so war das. 2 Schrott oder 2 Nägel und du produzierst 2 Stück. Ne, also can be smelted into powder. Genau. Also die zwei Stück kommen dann da raus. Und wie macht man das jetzt? Ja, ganz klar. Man klickt auf Install Mod. Dann wird die Mod installiert und zwar bei Yes Install it. Und dann hat man die installiert. Um man zu kontrollieren, ob die Voltage installiert ist, geht man wieder hier drauf. Dann kann man in der Zwischenzeit, wenn das etwas länger dauert, kann man auf die Downloads klicken. Ist aber nicht der Fall gewesen. Und dann geht man einfach wieder auf Play. Ja, das ist wirklich so einfach. Man kann es aber auch noch anders machen. Man könnte zum Beispiel noch hierher gehen. Dann könnte man zum Beispiel noch hier direkt in den Modloader reingucken. Und dann könnte man zum Beispiel auch in dem Modloader direkt sehen, in den Untermenüs bzw. in den Unterdateien, könnte man auf jeden Fall nochmal rumstöbern und könnte dann schauen, da ist dann die Mods installiert und so weiter und so fort. Ah, hier seht ihr, hier gibt es ein kleines Problem, aber das ist alles kein Problem. Dann machen wir den einfach wieder ganz normal zu, machen den wieder auf und schon geht das wieder. Ne? Jetzt habe ich euch mal das beste Beispiel gezeigt, manchmal ist es so, dass es wirklich schnell angezeigt wird, macht nichts. Um jetzt zu kontrollieren, ob die Mod richtig installiert ist, geht's los. Wir drücken auf Play. Dann kommt man wieder ins Spiel rein. Und dann sieht man schon rechts unten am Bildschirmrand, sieht man schon, wie sich die Mod aktualisiert, beziehungsweise wie sich die Mod hochlädt. Passt auf. Jetzt installiert sich hier das Fenster. Und jetzt sollte es hier unten, schaut mal, ja, auf der rechten Seite hier unten geht es da los. Und dann sind die Mods installiert. Um jetzt genau zu checken, ist die Mod richtig installiert? Geht man einfach auf den Mod Manager, dann schauen wir. Craftable Explosive Goo, Running, perfekt, also installiert, einwandfrei. Und das war's. Das ist ganz, ganz einfach. Dann kann man sogar noch in diesem Mod Manager drin, kann man sogar noch alle Mods aktivieren, alle Mods deaktivieren. Man kann nochmal, hier schaut mal, man kann nochmal dort auf den Ordner draufklicken. Ich zeige es nochmal ganz, ganz langsam. Hier unten, ne, schaut mal hier oben, Mods Folder, dann kommt man direkt außen auf dem Bildschirm, kommt man direkt nochmal in den Folder direkt rein, wo ihr Raft gesagt hat, dass es auf jeden Fall das Raft des Spiels existiert. Und Raft hat dann im Prinzip, der Modloader hat dann im Prinzip unter diesem Raft-Spiel drunter einen extra Ordner angelegt, der dann einfach Mods heißt. Und das sind die ganzen Mods, die hier dann drin sind. Die gehen euch eigentlich effektiv nichts an. Ihr könnt da maximal kontrollieren, sind sie richtig installiert oder nicht. Aber dazu empfehle ich euch ganz klar, den Mod-Launcher im Spiel zu benutzen, weil hier seht ihr gleich, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Ne, ich habe hier ungefähr 10 Stück oder 11 Stück installiert. Die werde ich euch in extra einer kleinen Videoreihe natürlich einer Mod vorgestellt, exklusiv vorstellen. Was kann die Mod, was kann die Mod nicht, was braucht man da dazu, was braucht man da dazu nicht. Für einige Mods zum Beispiel braucht man noch 2-3 Dinge. Da sind wir gerade im Let's Play dabei, die zu holen, weil zu, ja, ich will mal nicht, noch nicht so viel verraten. Ich sag mal nur diesen Haken hier, zum Beispiel die dritte Mod von oben, die könnte ich euch zum Beispiel noch gar nicht zeigen, weil wir den Haken noch gar nicht herstellen können. Ja, so sieht es nämlich aus. Es gibt dann, das sind dann zum Beispiel Tier 3 oder Tier 4 Haken, die wurden dann im Spiel mit Mods implementiert. Gibt es nun mal so gar nicht. Ne, aber genauso wie die Electricity Mod oder das Solarpanel. Es gibt hier verschiedene Mods, die gibt es einfach, oder hier, ich habe ich ganz am Anfang angesprochen, Arashis Raft
Fishing Expansion, das ist im Prinzip, das sind diese Fischernetze. Normalerweise gibt es ja in Raft nur diese Netze, wo man die Holzbrocken bzw. die Plastik- und die Palmblätter fangen kann bzw. auffangen kann. Und mit Arashis Raft Fishing Expansion kann man auch Fische fangen. Aber meine Lieben, das zeige ich euch mal in den, ich sag mal, in den eine Mod vorgestellten Videos. Ich bin gespannt, ob ihr reinguckt. Ich würde mich riesig über euren Support freuen. Schaut euch rein, lasst einen Daumen da, gerne einen Kommentar. Und wenn ihr auch von diesen Raft-Mod-Folgen keine Folge mehr verpassen wollt oder allgemein keine Folge verpassen wollt, abonniert meinen Channel und aktiviert die Glocke, so verpasst ihr keine neue Folge von einer Mod vorgestellt. Okay, meine Lieben, das war eine kurze Werbung am Rande. Wir sind eigentlich hier durch. Das war so schlimm, ist es gar nicht, bei Raft hier Mods zu installieren. Also die wirklichen Betreiber dieser Modding-Webseite haben sich da wirklich was ganz, ganz Edles einfallen lassen. Das ist nicht so wie wirklich manche andere Spiele, wo man über 3-4 Hintertürchen erstmal diesen Modloader installieren muss und dann normal erst einmal über die Modding-Webseiten dort reinkommt. Nein, das hier ist ganz, ganz einfach. Ihr habt es gesehen, ihr könnt an dem Spiel nichts kaputt machen. Es wird nicht einmal irgendein aktueller Spielstand benötigt und so weiter und so fort. Also ihr müsst nicht mal wissen, wo es ist. Das Wichtigste ist, ihr müsst wissen, wo der Raft-Ordner drin ist. Das ist kein Problem, wenn das noch irgendwo, ich denke mal Festplatte C, bei den meisten Leuten Festplatte C, dann erfährt man Steam-Apps, dann kommen und dann kommt ihr wahrscheinlich automatisch bei euch in den Raft-Ordner rein. Meine Lieben, das war's. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr auch in den nächsten kommenden Raft-Mod-Folgen wieder mit dabei seid. Ganz, ganz liebe Grüße und bleibt schön gesund. Euer Zando. Bye, bye.